bin Manfred Honig und ich habe die Ehre, die Operette Fledermaus hier in der Elbphilharmonie zu dirigieren. Ja, es wurde ja so viel über die Elbphilharmonie geschrieben und gesprochen. Und ich hatte einmal das Glück, im November 2016 für einen erkrankten Kollegen einzuspringen. Und siehe da, da gab es eine Probe in der noch nicht eröffneten Elbphilharmonie. Und da hat natürlich mein Herz sofort sehr freudig zu schlagen begonnen. Und das war ein großes Geschenk für mich, das erste Mal in der Elbphilharmonie eine Probe zu machen, bevor sie noch eröffnet waren. Ich finde das total faszinierend, dass das so gebaut ist, dass das wirklich so ein Strudel ja eher ist als ein Kreis. Und dass auch in der Mitte dieses Ding hängt, wo ich immer denke, ah, und wenn einer den Knopf reindrückt, dann hebt das Raumschiff ab. Man kommt sich so irreal hier vor. Und das macht dann natürlich Spaß, weil die Treppen, die man geht, nicht nur so Treppen sind, sondern man sich wirklich so in den Saal reinschraubt. Und ich finde es auch als Zuschauer eigentlich toll, dass die einen sehen die ganze Zeit den Dirigenten, die anderen gucken die ganze Zeit das Orchester an. Die Sänger kann man von allen Seiten sehen, weil die überall mal auftauchen. Ja, jeder Zuschauer hat seinen eigenen Blickwinkel. Ja, sehr wirbelig. Das kenne ich natürlich auch überhaupt nicht vom Sprechtheater. Da sind ja maximal, ich weiß nicht, also in der ganz großen Besetzung sind vielleicht 16 Leute auf der Bühne. Also, und das ist ja hier, ich meine, Orchester, Chor, wie viele Solisten sind es? 10 oder was? Also so einfach diese Menge von Menschen, das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Und dass die auch hinten überall und Maskenbildner ohne Ende und der halbe NDR und die Philharmonie und ich weiß nicht. Also ich finde es enorm viele Menschen im Einsatz, um diesen Abend zum Glänzen zu bringen. Also insofern, das war mir auch sehr neu und ich finde es sehr lustig. Ich würde sagen, die Fledermaus ist vielleicht die perfekteste aller Operetten. Ist alles, was das Menschsein irgendwie verkörpert, ist da in diese Fledermaus eingearbeitet. Und deswegen spüren wir das auch. Und deswegen können wir mit diesen Melodien und mit diesem Sujet auch so gut mitgehen. Eine Ida, eine Kammerzofe. Es gibt Leute, die ganz normal sind wie wir auch und die unsere Probleme haben. Eheprobleme, Rosalinde und Eisenstein. Eine Kammerzofe, die jetzt am Anfang nicht ausgehen darf und dann doch zum Fest gehen darf. Ein Falke, der sich rächen möchte. Was ich eigentlich auch das Besondere finde bei der Oper oder bei der Operette, dass hier so viele Zwischentöne drin sind. Das ist ja eigentlich auch sehr sarkastisch. Es wird irgendwie eine bestimmte Gesellschaftsschicht hier auf die Schippe genommen. Dieses Rubato-Spielen, also das Vorwärts- oder Zurückgehen des Tempos, wenn das zu viel gemacht wird oder zu wenig gemacht wird, dann verliert es schon seinen Charakter. Die Genialität des Stückes ist, glaube ich, wirklich, dass es diese ganzen Facetten gibt darin und dass er eben auch diese Facetten alle mit der Musik ausdrückt. Und das hat er auch wunderbar, also Honeck hat das wunderbar erklärt und uns nahegebracht und versucht, das auch wirklich so rauszubringen, dass diese Doppelbödigkeit auch immer zu hören ist. Honeck ist halt ein Mensch, der das irrsinnig gut versteht. Also die Lässigkeit, die Musik braucht, mit der Exaktheit, mit der Präzision, glaube ich, toll verbinden kann. Deswegen ist er da, weil er das, das ist vielleicht so das Geheimnis von diesem besten Wiener Walzerstück. Die dürfen nicht schlampig gespielt werden, weil dann verlieren sie die Schärfe und sie dürfen nicht akademisch gespielt werden, weil sonst verlieren sie den Sex. Also das ist so die Musik der H.K. Gruber, das ist wie Wiener zeitgenössischer Komponist, aber der würde sagen, die muss sexy sein. Und das stimmt bei Johann Strauss. Die Rubati, wie welche Pause noch verschleppt wird, noch ein Atem ist, bevor dieser Dreivierteltakt wieder weitergeht, dieses Stop and Go, das ist etwas, was, glaube ich, der Manfred Honeck total versteht und verinnerlicht hat und gleichzeitig mit dieser großen Präzision, die er mit dem NDR-Orchester hier erzielen kann, also verbinden muss. Das ist, und die Sänger müssen diese Lässigkeit und die musikalische Präzision verbinden können und das ist vielleicht das Schwere. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, immer wieder zu machen, auch rein dirigiertechnisch. Denn diese Musik sollte man eben nicht nur
organisieren als Dirigent, sondern eben auch führen, stilistisch auch führen, diese Eleganz auch einfordern. Also die Musik zeichnet absolut und bezeugt auch, dass Johann Strauss Humor haben musste. Die Musik sprüht ja voll Freude und voll Energie und ich würde sagen, es würde mich sehr wundern, wenn er keinen Humor hat. Es ist vielleicht wichtig, dass man die Atmosphäre der Dialoge, also das Szenische, was der Humor und die Situation, die Dialoge machen, möglichst schnell und schmerzlos, aber doch sinnlich zwischen die Musikstücke transportiert, sagen wir mal so. Jeder, der, glaube ich, auf der Bühne was Lustiges macht, das hat jeder schon gehört, dass von den Leuten, die das machen, ob das Schauspieler sind, Komiker oder Entertainer, dass das ganz harte Arbeit ist. Und ich glaube, was Lustiges zu schreiben, ist auch ganz harte Arbeit. Also da muss man den Humor haben, aber da muss man auch die Tragik in sich spüren. Man muss, glaube ich, noch sehr viel mehr emotionale Bandbreite haben als nur den Humor. Ich bin Anna-Maria Torkel, ich bin Altistin im NDR-Chor. Ich würde sagen, den NDR-Chor zeichnet vor allem eine Vielfältigkeit aus. Also wir machen sowohl A Cappella-Konzerte, wir machen jetzt, wie jetzt bei der Fledermaus, sind wir quasi im Chor in der Operette enthalten. Wir durchforsten alle Genres, das ist ganz schön. Halb szenisch heißt natürlich, man hat jetzt keinen Orchestergraben und keine Bühne und nicht die Möglichkeiten, die eine Oper bietet. Im Konzertsaal bedeutet es dann einfach, dass doch die Sänger so um das Orchester irgendwie rumschwirren und ein bisschen die Szenerie natürlich, die sonst auf der Opernbühne stattfindet, versuchen so in den Konzertsaal zu bringen. Die Dialogszenen sind sicher kürzer, als sie in einer szenischen Aufführung sind. Und man versucht sie irgendwie den Gegebenheiten anzupassen, also dass man nicht viele Dinge erwähnt, die auf einer Bühne jetzt da wären, aber im halbszenischen Bereich nicht, weil man kein Bühnenbild hat, sondern man versucht sozusagen pur die Situation der Handlung verständlich zu machen, aus der die Musik einen dann wieder abholt. Und das ist, ich würde mal sagen, vielleicht bei keiner anderen Operette so geglückt wie bei der Fledermaus, dass die Musikdramatik, also richtig dramaturgisch, die Leute so gut in diesen schwierigen Situationen oder komischen Situationen abholt und daraus ein tolles Musikstück macht und die dann, also es gibt eigentlich nur Hits in diesem Stück. Ja, es haben eh schon viele Leute gesagt, aber es ist vielleicht die Königin der Operetten. Also es ist die dichteste und tollste Operettenpartitur, die man sich vorstellen kann. Ich hatte noch nie irgendwas mit der Operette zu tun. Ich habe auch selten in meinem Leben Operetten gesehen. Ich habe einmal die Fledermaus gesehen im Hamburger Schauspielhaus, ich glaube von Frank Castorf inszeniert oder so. Das war noch in der Baumbauer-Intendanzenzeit. Also das ist wirklich sehr lange her. Wir haben die Caroline Peters dabei. Das ist ja eine großartige Komödiantin. Und da haben wir jetzt sicher die Möglichkeit, auch mal einen Kommentar zu unserer Gegenwart zu machen. Dafür liefert die Peters auch alle Voraussetzungen, dass man nicht einen nostalgischen Rückblick machen muss, der so war, wie Frösche halt immer waren. Da ist, glaube ich, auch Hamburg viel befreiter davon, als das in Wien der Fall ist, weil da gibt es eine riesige Tradition und du darfst eigentlich gar nichts an diesen Dingen rütteln. Wobei ich aber sehr wichtig finde, dass man an diesen Dingen rüttelt und dass man einen heutigen Zugang zu diesen Szenen findet. Ich glaube, die Caro wiederum kann das gar nicht anders. Also die ist so heutig und die ist auch so direkt und so komisch, dass ich mir denke, das könnte was ganz Besonderes werden, unser Frosch hier. Das Einzige sozusagen ist an der Oper, was durch die ganzen Jahrzehnte, in denen es die Oper jetzt gibt, dass der sich halt immer in dem Sinne weiterentwickelt, dass der eben immer über die Zeit redet, in der man gerade ist und dass es Künstler gegeben hat, die dann wirklich bei jeder Vorstellung was anderes sagen, die das so bearbeiten und andere, die dann was Dichterisches daraus machen und das aber dann 15 Jahre lang so lassen. Wir haben uns dann eigentlich, weil es ja auch nur 3 Tage sind, in denen wir das jetzt hier machen, für eine Version entschieden, die schon aktuell ist auf das, was, wie man vielleicht jetzt das empfindet, was um einen herum dieses Jahr so passiert ist, aber nicht tagesaktuell und dass man eben nicht sagt, Trump ist ja so und so, also dass man nicht so ganz,
dass es schon in so einem gewissen dichterischen, fabulösen Rahmen bleibt. Und dass der Frosch eben ein Frosch ist tatsächlich. Also dass er eben im Gegensatz zu allen anderen weder ein Mann noch eine Frau ist, sondern eben Frosch. Und dass man sich irgendwie selber dazu überlegen muss, was man glaubt, wofür Frosch steht. Der Frosch ist historisch gesehen ein Gefängniswärter, aber gleichzeitig ist er der klassische dritten Akt-Komiker. Das gab es in der Operette überhaupt. Im dritten Akt musste ein Komiker auftreten. Und der konnte extemporieren und der konnte sich auf aktuelle Entwicklungen beziehen und Kommentare machen zu aktuellen Fragen. Das hat sich aber dann so entwickelt, dass der so populär wurde, dass irgendwann die Form eingefroren ist und dann musste der eigentlich immer dieselben Witze bedienen. Und dann wurde das immer mehr ein so nostalgischerer und meiner Meinung nach weniger interessanter Vorgang. Es kommt eigentlich noch aus dem Wiener Volkstheater wie bei Nestroy, dass man eben versucht hat, immer ganz aktuell, brandaktuell, wie vielleicht heute in einem sehr politischen Kabarett auf Zustände einzugehen und sich darauf zu beziehen. Also wir werden versuchen, wirklich noch zu schauen, auch was in den letzten Tagen vor der Aufführung passiert, dass man wirklich direkt an dem dran ist, was politisch passiert. Ich kann mich erinnern, ich habe mit dem österreichischen Schauspieler Karl Markovic das in Zürich gemacht. Der hatte da gerade Oscar gekriegt, mehr oder weniger ein paar Wochen vorher, aber den Zürichern war das zu steil, dass wir gesagt haben, die Kapitalisten sind alle blutsaugende Vampire. Dieser Orlowski, dass der jetzt praktisch in deren Augen sowas ist wie so ein 15-jähriger, weiß ich nicht, Tesla-Erbe oder so, der so mit den Diamanten so um sich schleudert und die ganze Stadt verrückt macht, während sie selber alle kaum was besitzen und dass man das total, also dass das irgendwie wirklich so ein Sozialdrama irgendwie war, mit dem sie sich wirklich identifizieren konnten. Und da ist irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen so eben dieses gesellschaftliche Gefälle und ganz unten ist eben der Frosch. Also vielleicht auch noch die Putzfrau, die dann irgendwie zum Starlet werden will. Also jeder will so nach oben arbeiten und Frosch ist der Einzige, der vielleicht Angst hat und Gedanken, aber der hat auch keine Aufstiegsträume. Ich denke, wenn man die Fledermaus so knallhart anschaut, dann ist die ein sehr aufgeklärtes und sagen wir mal auch abgeklärtes Stück über das Bürgertum. Und das Bürgertum ist jetzt weiter zu fassen, auch heute, das betrifft ja eigentlich die Menschen des Mittelstands, sagen wir so. Im Prinzip für uns Musiker ist natürlich am tollsten die Ouvertüre eigentlich, damit geht das Stück los. Wiener haben natürlich einen ganz besonderen Charme, das stimmt, die Ouvertüre ist Die ist wirklich genial von der Fledermaus. Das ist, die hört man, das reißt einen mit, das ist unglaublich gut, finde ich auch. Johann Strauss hat diese Ouvertüre nach Beendigung der Operette, nach der ganzen Operette komponiert. Und es ist ja nichts Neues und es war auch damals üblich, dass man eben die schönsten oder wichtigsten Melodien dann in die Ouvertüre mit eingepackt hat. Und wie er das aber kunstvoll miteinander verbunden hat, das finde ich nach wie vor gigantisch. Ich finde schon der Höhepunkt, diese Party beim Prinzen Orlowski, das macht schon Spaß. Und wir sind ja immer wieder vereinzelt. Also wir kommen am Anfang vom zweiten Akt und dann sind wir eigentlich die ganze Zeit beim zweiten Akt auf der Bühne. Und das ist doch irgendwie ein großes Fest. Und das ist eigentlich so ein Höhepunkt. Und vor allem das mit so also herausragenden Leuten zu machen, das ist natürlich total schön. Für mich ist vielleicht das Finale des zweiten Aktes doch vielleicht der Höhepunkt, wo es plötzlich mit dem Chor in eine Intimität geht, wo Falke dann singt, Brüderlein und Schwestern, umarmt euch. Kennen wir das nicht irgendwie auch aus Beethovens Symphonie Nummer 9? Und hier kommt plötzlich in ein Fest etwas ganz Intimes, etwas ganz Ruhiges, fast, ich würde nicht sagen Sakrales, aber etwas, was so über dem ganzen Fest schwebt, etwas Leutseliges, etwas Heimeliges, würde ich sagen. Die große Stelle mit dem Chor Brüderlein, wo also eine ganze Party
befindet, wir sind jetzt alle Freunde. Und das geht fast dazu, dass wir sagen, wir sind jetzt alle mehr als Freunde. Wir sind vielleicht sogar, es kriegt dann so eine Aufladung, als ob wir alle eine große Verbindung einander liebender wären. Also man kann das bis in eine Orgie sich denken. Es ist zumindest eine musikalische Zärtlichkeit, die dieses ganze Ensemble dann für einen Moment kriegt, die ganz wunderbar ist. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil der Fledermaus und ein frohes neues Jahr.